Hvor vil det? Jeg vil gerne se dig i øjnene engang. Hvem er du? Jeg er far til Peter. Peter? Jeg er ledsen. Jeg beklager. Det virker som om, at skæbnen dræber de bedste først. De værdiløse mennesker synes at leve længst. Mens de vigtigste mennesker, de ofte går i døden hurtigst. Synes du ikke? Jeg forstår faktisk ikke rigtigt, hvad du mener. Jo. Du ved præcis, hvad jeg snakker om. Vielleicht ein bestimmter Akzent? Nein, ich kann nicht sagen, ob er war kurz oder lang. Er war helt in Schock. Von oben. Haben oder hatten Sie ein Verhältnis mit Albin Sundergaard? Nun hast du gott über Grenzen. Nun hast du gott verlangt. Schon sein, aber ich brauche eine Antwort, ja oder nein. Ich denke, du verschämt. Ich will, dass du schlapp auf mich. Jetzt beruhigen Sie sich, dass jetzt. Schlapp auf mich! Det är skitsnyggt. Tack. Kom hit så jag får känna. Nu gör vi. Slår vi till redan imorgon. Eine Kollegin aus Deutschland. Hallo. Hat Ihr Mann da noch Verwandte? Warum fragen Sie? Können wir in Ihr Büro gehen? Das ist vielleicht besser. Bitte. Was ist passiert? Frau Hogge, ich komme gerade aus Schleswig und... Wir haben Ihren Mann gefunden. In Schleswig? Ihr Mann ist tot. Dann ist er das nicht. Er ist in Norwegen. Auf eine Geschäftsreise in Bergen. Frau Hogge, ich weiß das. Ja, Rengam. Ja, vi sjunger Mozart, Tob. César Frank. Ah, César Frank. Fannes Angelicus. Precis. Du är en riktig musikkännare. Jag bara slipper utöva det själv, men jag... Nej, men jag lyssnar mycket. Just nu är det Schumann. Bryt! Även om ni hör konsonanterna där ni står så måste de höra där ute. Ni måste överdriva. Mycket, mycket mer än vad ni gör. Miranda, ställ dig upp. Var har du rösten? Här? Eller här där den ska vara? Jag vet inte, jag bara sjunger. Det är precis det som är problemet. Du lyssnar inte. Doch. Kinder sind die schwächsten Mitglieder unserer Gesellschaft. Wir müssen viel mehr Geld in die Sozialarbeit stecken, wenn wir an ihre Zukunft denken. Aber nicht in den Bau einer neuen Landebahn oder eines weiteren Golfplatzes. Frau Krog, mit Ihnen als Chefin der Provinzialregierung gibt es keine neue Landebahn? Naja, also zunächst muss ich ja erst einmal gewählt werden. Was sagen Sie zu den Gerüchten, dass ein Kind durch einen Unfall mit Ihrem Wagen ums Leben gekommen ist? Einfach grässlich, sag ich dir. Ich fühle mich jetzt wie die kleine Schwester von Hillary Clinton. Ja, stimmt. Die Ähnlichkeit ist mir gleich bei unserer ersten Begegnung aufgefallen.
Und holst du bitte Nilla ab, bevor es dunkel wird? Ich komme hier leider noch nicht weg. Na gut. Ich liebe dich. Meistens. Beide du wert. Du hast keine Ahnung. Von diesen jävla Institutionen, wie man tar hand om känsliga människor. Kan du inte ta hand om honom på heltid, så är det bättre att han stannar här. Det är ont. Snart.